Herzlich willkommen zum einjährigen Geburtstag von Red Metal Cat. Und Andreas und ich, wir haben uns gedacht, wie feiert man so ein einjähriges am besten mit einem Spiel, was wir beide gesuchtet haben, rauf und runter. Hallo Andreas. Hallo Maurice. Und wir haben uns einen erstmal Gast eingeladen, aber da wird dann später, glaube ich, noch ein bisschen mehr revealed. Wir wollen ja hier unsere Red Metal Cat Revelations aufrechterhalten. Den Ben, hallo. Hallo. Du kennst das Spiel nicht, aber Nein. Glaub mir, du als Anime-Fan wirst praktisch alle Tropes wiedererkennen, die du jemals in einem Mech-Anime, in einem Action-Anime, in einem Shonen-Anime gesehen hast. Ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Ich würde tatsächlich sagen, was Gutes, weil das viel mit den Klischees rumspielt, dieses Spiel. Ja, und ich habe das Start natürlich dann zur Musik gedrückt, weil das einfach zu gut ist, die Musik. Ja, ich liebe, wie das ganze Spiel hier anfängt mit der Musik. Ich muss das bei mir jetzt auch gerade mal ein bisschen lauter machen. Das muss jetzt einfach. So. Ja, das Spiel wurde zu Recht schwer kritisiert, dass da praktisch sehr wenig Spiel drin ist. Und das ist jetzt eine von, ich glaube, drei Spielarten. Ne? Es gibt das Herumlaufen, das Herumfliegen und Ballern und dann die 1-zu-1-Kämpfe. Ja, das erinnert an dieses, wie hieß das nochmal, Res oder so? Ja. Ich meine, hieß das, wo man dann einfach die Ziele markiert hat und dann losgelassen hat und dann wird alles da unter Beschuss genommen von den Projektilen. Also diese Sache hier, die sieht man auch noch häufiger im Spiel. Ich wusste gar nicht, dass Capcom plötzlich Star Fox Spiele macht. Ich hab gestern das erste Mal gemerkt, wie sehr sich das nach Star Fox anfühlt. Das ist mir so gestern das erste Mal aufgefallen. Ja, das sind die Cyber Connect Macher. Cyber Connect 2, das sind die Macher von den Naruto Ultimate Ninja Storm Spielen. Du wirst auch viele, also wenn du schon mal ein Video davon gesehen hast zumindest, einige Animationen kommen einem dann sehr bekannt vor. Natürlich muss man irgendwie das Budget sparen. Ja. Was man eben schon gesehen hat, Quicktime-Events werden noch sehr viele kommen. Mir graut's schon vor dem Finale, wo der wirklich, man muss sich vorstellen, der ganze Bildschirm so eine Schlange sich bildet. Und man wirklich nur alle Knöpfe drücken muss. Ja. Und dann das Spiel entscheidet, war es jetzt schnell genug oder nicht. Das ist so krank und pervers mit den Quicktime-Events, aber es ist auch geil. Ja, das ist übrigens das unübersichtlichste Kapitel. Das wird später noch ein bisschen übersichtlicher vom Tempo her und von den Kämpfen. Ist das jetzt der Moment, wo ich frage, wie dieser Typ keinen Raumanzug tragen muss? Er ist ein Halbgott. Ja. Die Goma befallen halt die Erde. Wir werden später auch noch das ganz große Übel sehen. Ach, die große Spinne aus Ocarina of Time. Nein. Und ich habe es auf Japanisch aufgenommen. Einfach, weil ich es kann. Und ich glaube, okay, wenn wir nur den Ton lauter anhättest, dann würdest du wahrscheinlich die Stimme irgendwie erkennen können, das ist nämlich Rii Kogimiya. Die wir dann halt gleich auch noch ein bisschen mehr hören werden, weil die spricht die Tochter von Asura. Und ich muss nochmal festhalten, weshalb einer der Gründe, weshalb ich das Spiel so großartig finde, ist der Artstyle. Das ist so ein fantastischer Artstyle, den man halt noch nie im Videospiel gesehen hat. Ja, dabei finde ich, kommt das ja später noch richtig krass zur Geltung. Ich meine, hier erahnt man das schon so ein bisschen, aber was dann auch die ganzen Leute angeht, die man dann später noch bekämpfen wird, das ist einfach so geil, wie die designt sind. Oh ja. Ja, ich habe jetzt bis Part 6 aufgenommen und Part 4 und 5 sind der Kampf gegen Wisen. Boah, geil. Ja. Ja, wir haben gleich noch was zu feiern, auf jeden Fall. Ja, hier, das ist Rii Kogimiya. Und hier, das merkt man gar nicht, wenn man das spielt, aber der Typ guckt in die Kamera. Der bricht die mit der vierten Wand. Die ist so clever, Leute. Hättet ihr nicht einen anderen Take nehmen können? Also ich weiß nicht, irgendwie erinnert das vom Stil her ein bisschen an Shinobi von der PlayStation 2.
was aber von Sega war. Ich kann es nicht genau einordnen. Okay, ja. Ja, wir werden ja noch einiges zu sehen bekommen. Also, wie gesagt, das ist eine komische Intro-Stage, finde ich, weil A, dauert die sehr, sehr lange. Im Gegensatz zu den Kapiteln, die dann darauf folgen. Und B, ist das halt sehr unübersichtlich für ein Einstiegslevel. Ja, vor allen Dingen, weil man ja überhaupt noch keine Ahnung hat, was da genau abgeht. Das ist... Ja, das Tutorial, das Kampftutorial findet erst im dritten Kapitel statt. Das ist halt ein bisschen verwirrend irgendwie. So, und wir bekommen jetzt die anderen 7 Halbritter zu sehen. Das ist der gute Weisen. Der erste Halbgott, den wir dann später platt machen werden. Ja. Es ist so geil mit diesem rechten Arm, mit diesem, ja, mit dieser Schildplatte da noch dran, das sieht geil aus. Ja, der... Oh, der ist auch super. Ja. Das ist so der alte, überlegene Meister-Trope. Ja, ja. Der zieht auch nie sein Schwert, weil ist nicht notwendig, der ist eh übermächtig. Ja. Also wenn er sein Schwert ziehen muss, dann ist aber wirklich die Kacke am Dampfen. Ich muss schon sagen, wobei Tropes sind, ne, was ihn hier angeht. Also ich muss schon sagen, die Sache mit den Untertiteln erinnert mich doch schon so ein bisschen an so Sachen wie Gurren Lagann und Kill la Kill. Ja, die Texte sind teilweise sehr interessant übersetzt auf jeden Fall. Also ich habe einige Dinge gesehen, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob das jetzt wirklich komplett deutsch ist oder ob sie sich da irgendwie... Nee, ich meinte halt jetzt von wegen, dass die mit Namen angezeigt werden, die Leute. Ach so. Ja, ja. Das machen sie auch bei den Gegnern später noch, also das passt schon. Oh, okay, da war irgendwie entweder der Ton asynchron. Oh ja, übrigens nicht wundern, dass die Lippenbewegungen asynchron sind. Aus irgendeinem Grund haben das japanische Entwickler irgendwie so die letzten Jahre gehabt, dass sie die Lippen auf die englische Tonspur synchronisieren. Was echt scheiße ist, wenn du lieber japanisch spielst. Interessante Sache. Ja, ich verstehe das nicht ganz. Das ist ein Spiel, was eher in Japan gut ankommt. Und das hat sich leider auch in den Verkaufszahlen gezeigt. Und trotzdem münzen die das auf die englische Sprachausgabe. Ah, die Wut. Ja, irgendwie ist der Ton asynchron. Ich muss das dann für den finalen Schnitt dann nochmal anpassen. Das ist gerade ein bisschen ärgerlich. Ich hatte aber generell Tonprobleme. Bei mir ist irgendwann auch der Ton einfach mal komplett ausgesetzt. Ich weiß nicht, ob es am Spiel liegt. Okay, das wundert mich jetzt aber sehr. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich hatte das vorher nicht gehabt irgendwie. Ja. Weiß nicht, ob die Disc alt wird. Das ist auch wieder so ein 0815 Anime-Charakter, den du auch schon überall gesehen hast. Ja. Aber er ist so herrlich, einfach zu hassen. Und gleich bekommen wir die einzige Dame zu sehen. Und die ist besonders gelungen, sag ich mal. Was ich ernst meine, by the way. Olga ist herrlich. Wir können ja froh sein, dass es nicht von Ubisoft kommt, sonst wäre sie nicht mit drin. Ja, wir wissen ja, Ubisoft kann keine Frauen animieren. Ja. Haben halt kein Referenzmaterial, die Franzosen. Das ist echt schade mit der Lippensynchronisiert, dass wieder nicht passt. Ja, es ist noch nicht so schlimm, aber wie gesagt, der Ton ist eh generell ein bisschen asynchron. Ja. Der hat auch so eine extrem tiefe Stimme. Diese goldene Kinnverlängerung, was oder was auch immer das so sein soll, das ist auch so herrlich. Ich frage mich bei diesen Dingen immer, wie bringt man die an? Werden die wirklich angeklebt? Ich schaue mir gerade übrigens nochmal die Originalfall an. Ich schaue nämlich gerade auch auf YouTube mit.
Dass der Ton versetzt ist, das liegt irgendwie an YouTube. In meiner Originalfall, in der geschnittenen, ist der Ton synchron. Nicht so cool, YouTube. Ja, das ist aber ungewöhnlich. Ja, das habe ich irgendwie noch nie gehabt. Aber YouTube hat mir auch gesagt, dass AVI ein unbekanntes Fileformat ist. Ah, das hatte ich letztens auch. Ich hatte meistens in MP4 ausgespielt und da hatte ich dann aber AVI draus gemacht. Und das hatte YouTube irgendwie noch nie gesagt. Das war das erste Mal, dass YouTube auf einmal sagte, bei AVI kenne ich nicht. Und ich war auch total verwirrt, weil ich habe auch schon mal vorher AVIs hochgeladen, hat mir YouTube das nicht gesagt. Ja, aber ist AVI nicht eines der ältesten Videoabspielformate überhaupt? Ja. Weil meine Capture-Box hat eigentlich immer in AVI gearbeitet. Und gut, wo ich dann auf dem PC gearbeitet habe, habe ich dann meistens mit MP4 dann gemacht. Aber vorher war das überhaupt kein Problem. Dann sagt mir auf einmal YouTube, ja, kenne ich nicht AVI. Und ich so, hä? Was willst du mir damit sagen? Ja. So, das ist jetzt das ultimative Böse, gegen das wir kämpfen. Vlitra. Ja, es bricht einfach mal aus diesem Planeten komplett raus. Ja. Guck dir an, wie fucking groß das ist. Da kriegt hier auch unsere göttliche Raumflotte da Probleme. Ja. Und bam, Werbeunterbrechung. Ich hab erst gedacht, es wäre ein geiler Gag, wenn ich da tatsächlich jetzt immer eine Werbung irgendwie reinschneide. Aber ich hatte keine Lust, nach Werbung zu suchen. Das kommt mir doch gerade sehr Gurren Lagann-mäßig vor, vor allem mit diesen Schnitten gerade. Ja. Das wäre natürlich auch was gewesen, wenn das Spiel selbst da irgendwie einen Werbespot immer reingeschnitten ja, hätte. Ja, von Capcom. So. Irgendwie Werbung wie Street Fighter, für Dead, ja. Dead Rising und sowas. Stimmt, also sie hätten auf jeden Fall genug Titel, für die sie irgendwelche Trailer oder so hätten da reinschneiden können. Ich würde auch gerne fliegen können. Das wird einiges einfacher machen. Wobei ich glaube, das ist schon fast eher ein Fallen. Die lassen sich einfach vor die Gravitation anziehen oder so, keine Ahnung. Es ist gerade wirklich ein bisschen störend, dass irgendwie YouTube mit dem Ton rumgespielt hat. Ich meine, das Spiel hat nicht die beste Soundabmischung, hat auch keine Toneinstellung. Man kann nur einstellen, wie laut insgesamt der Ton ist. Und halt nicht die Musik im Verhältnis zu den Stimmen. Weil die Stimmen, das ist irgendwie so Sonic Adventure Syndrom. Teilweise ist die Musik so laut, dass du die Stimmen nicht mehr hörst. Das ist ein bisschen störend, ja. Sowas finde ich immer scheiße, ja. Ja, du hast halt keine Option, um das einzustellen. Ja. Das ist auch wieder so ein bisschen Gurren-Lagann-mäßig. Der ganze Bildschirm ist nur am explodieren. Ja, ich frage mich immer, wie dann solche Raumflotten dann so lange durchhalten sollen, wenn du eigentlich nur siehst, dass überall gerade Explosionen im Gang sind. Und man denkt sich, nach ein paar Sekunden müsste es doch eigentlich vorbei sein. Oh Gott, werden sie es schaffen? Ist das jetzt schon das Ende von dem Spiel? Ich habe schon gesagt, dass es 22 Episoden gibt. Ja. Ich glaube, damit habe ich ein bisschen die Überraschung weggenommen, ja. Und da werden sie nochmal aufgepusht. Ja. Und ich weiß nicht mehr, wie die Technik heißt, die Tenshin Han in irgendeinem großen Turnier angewendet hat, wo er sich dann halt zwei Arme noch zu was hat, aber das ist praktisch genau das. Vor allem ist nett gemacht, dass die Ärmchen erst so klein und putzig sind und auf einmal werden die dann total muskulös und das haben sie nett gemacht, diese unterschiedlichen Stufen davon. Ja. Und dann halt die Verbindung mit dem Quicktime, dass du dann die Sticks so auseinander bewegst und dann auch so ein Gefühl dafür bekommst, wie er sich dann da anstrengt. Ja.
eins von wenigen Spielen, wo ich kein Problem habe mit tausenden von Quicktime-Events. Das Spiel ist ein einziges Quicktime-Event. Ja. Ach, das Spiel. Das haben wir in dieser Episode ja nicht schon oft genug gesehen. Ich finde, das ist auch so das Problem, dass es im Intro ein bisschen zu stark ausgereizt wird. Also, es ist doch schon sehr lang, wie sich das hier zieht. Ja. Hat man in dieser Phase überhaupt eine Health Bar? Nee, im Tutorial, in dem ersten Ding nicht. Aber das kommt noch hinzu. Ja. Das Coole an dem Spiel ist, man kann verschiedene Anzeigen auswählen. Dann gibt es halt eine, wo sich die Spezialangriffe schneller abkühlen. Oder eine, wo dann halt gar keine Anzeigen mehr angezeigt werden. Und dafür kriegst du dann halt entsprechend auch die besten Punktzahlen. Denn um das Spiel auf 100% zu spielen, musst du auf normal und schwer überall S-Ringe machen. Und ich habe nachgezählt, auf normal fehlen mir jetzt noch 6. Und auf schwer habe ich praktisch keinen. Die Frage, die sich mir aktuell stellt, was für ein Genre von Spiel ist das hier überhaupt? Es hat kein Genre. Es wird in die Kategorie fallen, das ist sogar noch weniger Spiel als Heavy Rain tatsächlich. Und das ist schon eine Aussage. Ah, okay, also es gibt aber noch andere Sachen außer diesen in den Erdorbit stürzen, oder? Ja. Das ist jetzt wirklich erstmal nur das Intro, was sich ein bisschen lang zieht, aber wir werden gleich noch andere Punkte sehen. Booster. Ja, das ist auch ein Gesicht, in das man sich nur verlieben kann, oder? Verlieben ist, naja. Ja, das Ding ist, wir sehen im nächsten Part seine Frau. Und ich weiß nicht, irgendwie passen die nicht so ganz zusammen auf dich. Ja. Also hätte ich so eine Asura-Statue hier stehen, ich glaube, ich hätte manchmal Angst. Ja, und hier nochmal zum Ende in Erwähnung des Soundtracks, wie gut der ist. Ja, Deus, der sieht auch so überhaupt nicht aus, als würde er irgendwas Schlimmes im Schilde führen. Nein, überhaupt nicht. Wir sind alle nur da, um zu helfen. Das sieht doch, ist doch ein geiles finales Bild, oder? Ja. To be continued. Ja, das ist episodenweise tatsächlich aufgebaut. Wir werden am Ende jedes Parts auch tatsächlich eine Vorschau auf die nächste Episode bekommen. Nein. Doch, tatsächlich. Deswegen, also es passt wirklich zu sagen, das ist eigentlich ein Anime. Also du kaufst eine Anime-Staffel. Und ja, da ist dann halt so ein bisschen zum Mitspielen drin. Von wann ist dieses Spiel nochmal? 2011, glaube ich. 2011 oder 2012, eins von beiden. Und die Artworks am Ende sind immer super. Ich beneide wirklich jeden, der so zeichnen kann. Ach Gott. Gab es eigentlich ein Artbook zu dem Spiel? Würde mich jetzt eigentlich nicht wundern. Müsste man eigentlich vielleicht nochmal gucken. Ich glaube, in Japan ist eins erschienen, ja. Das Problem bei dem Spiel ist, wie gesagt, dass das im Westen, beziehungsweise auch in Japan, das war generell nicht sehr erfolgreich. Und hat entsprechend recht wenig Merchandise bekommen, was schade ist. Weil ich hätte gerne eine Mithra-Figur. Ja, das wäre schon toll. Man könnte sie so die ganzen Gottheiten so noch hinstellen, so als Figur, weil ich finde, die sind teilweise richtig geil designt. Ja. Ja, die haben generell mal ein Design. Das ist ja schon... Oh, jetzt müsste gleich die Vorschau kommen. Episode 2, Verrat und Drache. Ich habe eine Vorahnung, was passieren könnte. Ich vermute Verrat und Rache. Ja, genau. Gut, dann sehen wir uns im Episode 2 wieder. Jo.